Psst, sag's ihnen nicht, sonst verlieren wir Patienten. Das denken sich Urologen natürlich nicht, wenn sie dir nach einer kurzen Untersuchung Potenzmittel verschreiben, anstatt sich auf die Suche nach dem wahren Grund für deine Erektionsprobleme zu machen. Und trotzdem verschreiben sie mehr Männern als nötig Potenzmittel. Wie kommt es, dass so viele Männer die blaue Pille verschrieben bekommen, obwohl sie es nicht nötig haben? Was ist überhaupt das Problem, wenn Mann sich da regelmäßig die Wunderpille einverleibt? All das und was in den meisten Fällen der wirkliche Grund für deine Impotenz ist, sage ich dir in diesem Video. Wenn dich meine Videos interessieren und du es noch nicht getan hast, abonniere doch meinen Kanal, lass mir ein Like da. Das hilft mir auch in Zukunft, noch viele Videos für dich zu produzieren. So, nun zurück zum Thema. Wer bin ich, dass ich sagen kann, viele Ärzte leisten keine gute Arbeit? Nun, ich bin Sexualtherapeutin, psychologische Sexualberaterin und klinische Sexologin und arbeite seit vielen Jahren mit Männern, die über genau solche Probleme klagen. Aus der Erfahrung mit meinen Klienten weiß ich, dass Teilnehmer der Best Lover Academy jahrelang Potenzmittel schluckten und dann nach wenigen Wochen bei uns im Programm nicht mehr darauf angewiesen waren. Was machen wir anders? Was unterscheidet mein Team und mich von Urologen? Nun, wenn du dein Bein brichst, ist der Heilungsweg recht klar. Schiene oder Gips, kein Sport, vielleicht zuvor noch eine Operation. Das hat die Medizin so bestimmt und da würde vermutlich kaum jemand widersprechen. Deswegen scheint es auch nur logisch, bei Erektionsproblemen auf die Medizin zu hören. Mediziner, also Urologen, sind in diesem Fall die Ansprechpartner. Das Problem dabei, bei Erektionsproblemen sind sie leider nur sehr einseitig ausgebildet. Die körperlich-medizinische Ebene ist nämlich lediglich eine von 5 möglichen Gründen von Impotenz. Bei Best Lover haben wir das 4-Ebenen- oder 4-Dimensionen-Modell entwickelt. Das Modell haben wir in Anlehnung an den Sexokorporell, das ist ein sexualtherapeutisches Konzept, entwickelt. Wir haben diese Basis mit unseren Erfahrungen und dem Wissen aus unserem interdisziplinären Team erweitert. Neben der körperlich-medizinischen Ebene gibt es die, wie wir sie nennen, rein körperliche Ebene, die körperlich veränderbare Ebene. Wie fasst du dich selbst an? Wie hast du Sex? Wie masturbierst du? Aus deinem Verhalten und wie Anspannung und Entspannung in deinem Körper gewichtet sind, können wir ablesen, welche falschen Muster du dir antrainiert hast. Das sind bei den meisten Männern sehr viele falsche Muster. Zu schnell, zu fest, zu viel Druck, zu viel Anspannung. All das kann deine Erektionsprobleme mitbedingen. Aber auch auf der mentalen Ebene gibt es viel, das es zu ergründen gilt. Wie denkst du über Sex? Warum ist es dir wichtig zu performen? Was bedeutet Performen eigentlich für dich und woher kommt dieser Druck genau? Nicht selten ist es genau dieser Druck, der dich dann in den wichtigen Augenblicken versagen lässt. Was bedeutet Versagen für dich? Warum hast du Angst davor? Das hat dich bestimmt noch kein Urologe gefragt, oder? Und die dritte Ebene ist die Ebene der sexuellen Selbstsicherheit. Dabei geht es darum, herauszufinden, wie sicher du dich fühlst, wenn du Sex hast. Denkst du, du weißt genug über deinen und den Körper der Frau, um guten Sex haben zu können? Fühlst du dich selbstbewusst im Umgang mit deinem Penis? Welche Ausstrahlung denkst du, hast du beim Sex? Ist es dir peinlich, wenn du zu Pornos masturbierst? Ist es dir peinlich, über deine sexuellen Erfahrungen nachzudenken? Macht es dich traurig? Ja, diese Fragen stellen sich nur wenige Männer, bevor sie zu uns kommen. Oder sie beantworten sie nur halbherzig. Oft liegt in der Tiefe der wahre Grund für Erektionsprobleme. Und die letzte Ebene ist die Ebene der Kommunikation. Alles schön und gut, aber selbst wenn du ganz selbstbewusst weißt, wie du gerne Sex hast und du rein körperlich keine schlechten Muster antrainiert hast, dann solltest du immer noch deine Wünsche und Fantasien kommunizieren können. Das ist häufig nicht so leicht. Besonders da wir in einer Welt leben, in der Sex immer noch ein Tabuthema ist.
Ja, wirklich. Ich meine damit nicht, dass nackte Haut und harte Stoßen ein Tabu sind, denn das sehen wir ja gefühlt überall. Wenn es aber darum geht, wirkliche Bedürfnisse zu übermitteln, werden oft sogar die augenscheinlich selbstbewusstesten Männer plötzlich ganz kleinlaut und verlieren sich im Stottern. Kommunikation ist eine Fähigkeit, die man lernen und ausbauen kann. Auch du. Stell dir mal vor, du hast zwar eine Frau oder eine Freundin oder einen One-Night-Stand, kannst aber nicht über deine Vorlieben sprechen. Einfach umsetzen geht nicht. Das wäre übergriffig. Stattdessen hast du vermutlich mittelmäßigen Sex und das öfter. Und plötzlich funktioniert dein Penis nicht mehr so wie noch vor 5 oder 10 Jahren. Warum ist das so? Nun, dein junger Körper hat dich mit Anfang 20 noch über die eigentliche Unlust hinweggerettet. Aber so wie das Alter kommt, geht ein Teil der körperlichen Vitalität. Und dieses Hinwegretten klappt plötzlich nicht mehr. Dein Penis streikt. Du hattest nun jahrelang mittelmäßigen Sex, weil du nicht aussprechen konntest, was du eigentlich willst. Oder du wusstest es gar nicht. Das ist leider auch sehr oft der Fall. Dein Penis ist unbefriedigt und hat keinen Bock mehr auf den Sex, den du immer hattest. Weil du das klarerweise aber nicht hinnehmen möchtest, machst du dir einen Termin beim Urologen und bekommst dort Potenzmittel verschrieben. Ja, er steht jetzt wieder. Aber dein Sex hat sich nicht verändert. Urologen leisten häufig gute Arbeit. Sie sind gut ausgebildet und vom Fach. Ich möchte mit diesem Video selbstverständlich nicht die Wichtigkeit von ärztlichen Check-ups untergraben. Urologen sind nur leider sehr einseitig ausgebildet und haben in den meisten Fällen nicht die Zeit, um sich deine Leidensgeschichte anzuhören, um tiefer zu gehen. Selbst wenn, wüssten sie nicht, wonach sie fragen könnten. Die Lösung in der Not ist daher, Potenzmittel zu verschreiben. Klappt ja. Symptom behandelt, die Ursache bleibt aber leider unverändert. Sie wird einfach unter den Teppich gekehrt und im Keller versperrt. Die Ursache flammt aber immer dann auf, wenn die Pillenpackung leer ist. Falls du einer jener Männer bist, die einen ähnlichen Weg hinter sich haben wie den, den ich gerade beschrieben habe, dann wird der Gedanke daran, ohne Pille Sex zu haben, noch viel größeren Stress machen, als du ihn davor ohnehin hattest. Potenzmittel sind der Retter, den du brauchst, auf den du angewiesen bist. Aber willst du das? Um deine Erektionsprobleme wirklich zu lösen, bringt es nichts, Pillen aufs Problem zu werfen. Zuerst musst du herausfinden, warum es bei dir nicht klappt. Dir bleibt also nichts anderes übrig. Und das kannst du auch alleine machen. Du musst nicht zum Arzt gehen. Du musst auch keinen Termin bei uns buchen. Darum geht es hier nicht. Du machst einfach einen Test. Der ist online, kostenlos und du erfährst instant, was der wahre Grund für deine Erektionsprobleme ist. Und dann gehst du es an. Etwas zu verändern, bevor du weißt, was die Ursache ist, ist wie einen stockdunklen Raum weiß auszumalen. Du tust was, aber es bringt nichts. Finde zuerst den Lichtschalter, finde heraus, warum es dunkel ist und dann triff Entscheidungen, die wirklich etwas bringen. Den Link zum Test findest du in der Beschreibung unter dem Video. Das Ergebnis bekommst du direkt im Anschluss. Also, viel Erfolg auf deinem Weg zu einer stabilen Erektion.